40 Sekunden wachsen in Österreich 40 Kubikmeter Holz nach. Was das bedeutet, fragt ihr euch. Das entspricht dem Bedarf für den Bau eines Einfamilienhauses. Die Forstwirtschaft arbeitet aber nachhaltig. Es wird mehr aufgeforstet, als genutzt wird. Im Holzbau sehen wir also noch viel Potenzial. Ein gutes Beispiel für das Potenzial sehen wir hier. Das Ilse-Valentin-Haus. Es speichert knapp 1000 Tonnen CO2. Klimatechnisch gesehen also ein Wald in verbauter Form. Wie Holz zur Klimawende beitragen kann, seht ihr im nächsten Video. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Konert. Ich bin Professor für Holztechnologie an der Universität für Bodenkultur. Heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam auf die Frage eingehen, warum eigentlich Holz studieren. Als ich mein Studium begonnen habe und auch darüber erzählt habe, haben mich immer wieder Leute verwundert gefragt, echt, Holz kann man studieren? Vielleicht ist es Ihnen genauso gegangen, denn viele Menschen verbinden mit Holz das klassische Handwerk, wie Zimmerei und Tischlerei. Tatsächlich ist Holz für mich viel mehr und der mit Abstand coolste und vielseitigste Rohstoff auf dem ganzen Planeten. Die neuesten Werkstoffe und Produkte, die wir daraus entwickeln, können deutlich mehr leisten, als selbst gut informierte Insider glauben und mit denen wir unsere Zukunft völlig neu gestalten werden. Sie wissen natürlich, dass ein Großteil der Möbel aus Holz hergestellt wird. Die aktuellen Hightech-Entwicklungen erlauben uns aber deutlich mehr als das. Holz kann nicht nur schön sein. Holzwerkstoffe können super leicht und zugleich extrem fest und steif konstruiert werden. Daher ist es kein Wunder, dass Holz in Schiffen und nun auch wieder in Fahrzeugen und sogar in Flugzeugen zum Einsatz kommt. Wir bauen ganze Häuser aus Holz, Hallen und riesige Fußballstadien. In Zukunft werden es ganze Stadtteile sein, ja sogar Hochhäuser. Eines der aktuell höchsten der Welt steht übrigens in Wien. Aber selbst dieses Projekt war erst der Anfang einer unglaublich dynamischen Entwicklung im städtischen Bau. Und die Branche will im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Papier- und Hygieneartikel, Wundauflagen, unzählige Verpackungsmaterialien und etliche Textilien haben ihren Ursprung im Holz. Das sieht man der Kleidung natürlich nicht an. Und selbst die modernsten Funktionstextilien für Sport und Freizeit können ihren Ursprung zum Beispiel im Buchenholz haben. Es gibt fast keine Einschränkung. Sportgeräte, Instrumente, Uhren, Besteck, Teller. Und wenn Sie darüber nachdenken, werden auch Ihnen noch 1000 weitere Dinge einfallen. Die Inhaltsstoffe von Bäumen liefern uns die Rohstoffe für bestimmte Lebensmittel, Medikamente, ja sogar für Krebstherapien. Gerade eben werden Holzinhaltsstoffe für die Behandlung des Coronavirus getestet. Holz ist wie ein Chemiebaukasten, mit dem wir Farben, Lacke, Klebstoffe, Kunststoffe und sogar Sprengstoff herstellen können. Am Ende erzeugen wir auch noch Strom und Wärme daraus. Holz wird wesentlich dazu beitragen, unseren Planeten wieder sauber zu machen. Denn Holz wächst im Wald von ganz alleine, nur mit Hilfe von Sonnenenergie und Wasser und nimmt dabei noch jede Menge des schädlichen CO2 aus der Atmosphäre auf. Daher werden moderne Holzwerkstoffe, die energieintensiven Materialien wie Zement oder Beton, Stahl, Ziegel und auch verschiedene Kunststoffe wieder ablösen. In den Betrieben der Holzindustrie werden diese genialen Produkte mit dem notwendigen Material-Know-how, modernsten Technologien, Roboter-Einsatz und jeder Menge Informationstechnologie hergestellt, um diesen wertvollen Rohstoff bestmöglich auszunutzen. Selbstverständlich entwickeln wir laufend neue Werkstoffe und Produkte, auch aus anderen nachwachsenden Rohstoffen, sodass zum Beispiel Plastikfolien in Verpackungen bald überflüssig werden durch Holz-Nanotechnologie. Sie sind top für dieses Studium geeignet, wenn Sie ein breites Interesse an Naturwissenschaften und Technik haben und gleichzeitig wirtschaftlich interessiert sind. Im Studium Holz- und Naturfasertechnologie bauen wir genau auf diese drei Säulen: Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft. Zusammen mit Ihren individuellen Stärken und Interessen finden Sie dann genau das richtige Betätigungsfeld für Sie in der Branche, die sich gerade jetzt unglaublich dynamisch verändert. Warum also Holz- und Naturfasertechnologie an der BOKU studieren? Weil sich bei uns alles um nachwachsende und nachhaltige Rohstoffe dreht. Für mich ist dabei Holz der coolste und auch vielseitigste Stoff von allen und der einzige, der wirklich in großen Mengen verfügbar ist. Weil wir damit gemeinsam eine Veränderung und einen echten Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten können. Und weil Sie damit super interessante und abwechslungsreiche Jobs in einer echten Zukunfts- und Technologiebranche finden werden. Und da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Hier bei mir sind jetzt der Herr Johannes Konnert. Hallo Herr Konnert, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, hallo. Ja, freut mich. Und auch wieder dabei natürlich die Theresa von Boku for You. Hallo Theresa. Und, und auch der Richard ist wieder dabei von der Studienvertretung. Hallo Richard. Ja, hallo. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Also Fragen allgemein zum Studium oder zum Studium an der BOKU oder Holz- und Naturfasertechnologie einfach stellen. Die beiden können sie beantworten. So, kommen wir zu Ihnen, Herr Konnert. Erstmal danke für dieses interessante Video. Ich fand den Einblick in die vielseitigen Anwendungen von Holz sehr spannend. Und ich bin immer überrascht, was man eigentlich mittlerweile alles aus diesem Werkstoff herstellen kann. Sie erwähnen im Video, dass man ein bisschen so technische Fähigkeiten mitbringen sollte für das Studium und sich auch ein bisschen für Wirtschaft interessieren sollte. Würden Sie aber auch sagen, dass man sich beispielsweise auch kreativ in dem Studium ein bisschen einbringen kann und dass auch eine gewisse Kreativität im Studium gefragt ist? Ja, zunächst im Bachelorstudium würde ich mal sagen, dass man einfach ein breites Interesse mitbringen soll an eben Technik und Wirtschaft und Naturwissenschaften. Und später, wenn es dann um Lösungen geht, also um Erarbeitung von wissenschaftlichen Fragestellungen für ein spezifisches Ziel, dann wird es schon auch Kreativität brauchen. Aber ich meine jetzt nicht künstlerische Kreativität im Sinn von etwas Besonderes entwerfen und so weiter, sondern um kreative Lösungsvorschläge zu erarbeiten für die Lösung eines bestimmten Problemes zum Beispiel. Also ein Rohstoff, der vielleicht im Überfluss vorhanden ist und mit dem man etwas Besonderes machen will zum Beispiel. Weil Sie gerade eine, wie soll ich sagen, Kreativität für die Lösung von verschiedensten Problemen erwähnt haben. Was würden Sie sagen, sind momentan so die Herausforderungen, mit denen Sie sich an Ihrem Institut beschäftigen? Ja, die Herausforderungen, sind zwei große Herausforderungen, die uns beschäftigen. Das eine ist, dass im Forst ein großer Umbruch stattfindet. Das heißt, das hat sicher jeder aus den Medien schon mitbekommen, dass sich das Klima verändert und dass das auch unseren Wald betrifft und damit auch andere Baumarten angepflanzt werden und andere Ressourcen zur Verfügung stehen. Und viele der Prozesse sind einfach auf unsere Hauptholzart, die Fichte, ausgelegt. Und da ergibt sich in der Zukunft einfach ein enormer Bedarf an Änderungen und an Forschungen, um das um die jetzigen Produkte, die wir haben, also vor allem im Baubereich auch, mit neuen Holzarten auch realisieren zu können. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, lernen Sie bereits am Institut mit diesen neuen Holzarten irgendwelche Lösungen zu finden? Also werden die auch schon, wie soll ich sagen, untersucht und verwendet und kommen die zum Einsatz? Ja, also man bekommt auf alle Fälle ein breites Wissen über all die Holzarten, die wir zur Verfügung haben und wie sich die verhalten. Und mit diesem grundlegenden Wissen ist man auch in der Lage, Lösungen zu entwickeln. Ja, ich muss jetzt nicht unterrichten, was sind die Lösungen in Zukunft für eine Holzart Buche, sondern das ist dann schon ein Verbinden von den Kenntnissen, die man eigentlich gewonnen hat, also von den breiten Kenntnissen. Ja. Danke. Wir haben im Video gesehen, wie gesagt, was es alles für Einsatzmöglichkeiten gibt. Gibt es auch Grenzen für den Einsatz von Holz? Ja, gibt es auf alle Fälle. Also Holz ist ein natürlicher Werkstoff, auch ein biologisch produzierter Werkstoff, der auch gerne von biologischen Prozessen auch abgebaut wird. Also das heißt, auch Pilze und so weiter mögen das Holz gerne und dementsprechend sind die Einsatzbereiche, wo ganz wechselnde Holzfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit überhaupt zu erwarten ist, also zum Beispiel im Erdkontakt, das ist nicht der Einsatzbereich des Holzes. Also man wird, wenn man jetzt im Bereich der Bauwerke überlegt, alles was oberirdisch ist, wird man gerne in Holz bauen, aber das was unterirdisch ist, wird man wahrscheinlich eher nicht so gut in Holz bauen. Also auch eine Straße werde ich nicht in Holz bauen, eine Brücke hingegen schon. Also die Fundamente aus Beton, die Brücke kann man sehr gut aus einer Holzkonstruktion machen. Die Fahrbahn würde ich jetzt wiederum nicht dort machen. Das heißt, Holz wird es nicht in allen Bereichen, die, wie soll ich sagen,
Baustoffe ersetzen. Wir werden nicht alles aus Holz bauen in Zukunft. Wir werden Holz dort einsetzen, wo es Sinn macht, weil nur dort kann es dann auch wirklich stark sein. Und da gibt es irrsinnig viele Bereiche, eben im Hochbau oder im Bereich des Möbel- und Innenausbaus. Und ja, auch bei Fahrzeugen, wie man es eben berichtet, also im kurzen Beitrag auch gesehen haben. Ja, wir befinden uns ja hier gerade in einem sehr schönen Holzbau. Man sieht es leider im Stream nicht so gut, aber das Ilse-Valentin-Haus ist ja ein sehr beeindruckendes Gebäude. Eine andere Frage. Schauen wir mal. Mit welchen Tätigkeiten beschäftigen sich denn die Absolventinnen nach dem Studium in der Regel? Und wo landen diese und ja, wo gehen die hin? Wo gehen sie hin? Also was unsere Absolventenstatistik sagt, und da ist die Auswertung hauptsächlich ja basierend auf dem Masterprogramm, weil dort einfach dann die meisten Menschen in die Berufstätigkeit wechseln. Und das ist ungefähr die Hälfte unserer Absolventen und Absolventinnen geht in die holzverarbeitende Industrie, also und dort in unterschiedlichste Bereiche. Nachdem unser Studium, wie alle BOKU-Studien, ja auf 3 Säulen fußt, nämlich auf den Naturwissenschaften, auf den Technik- und den Wirtschaftsfächern, gibt es genauso auch dort die Anwendungsbereiche. Das heißt, es kann aus einem und demselben Jahrgang, das war bei mir so, wie ich fertig geworden bin, sind 3 Personen in denselben Betrieb gegangen. Einer war wirklich in der Technik, also in der Produktion selbst. Ich selbst bin damals in den Verkauf gegangen und war für den weltweiten Verkauf oder für einen Bereich der Welt zuständig für den Verkauf. Und eine Person ist in den Einkauf gegangen. Also sowohl in wirtschaftlichen Bereichen als auch in technischen Bereichen sind Jobs möglich, je nachdem, wo auch die eigenen Interessen liegen. Also das heißt, ein Großteil geht in die holzverarbeitenden Betriebe. Ein Drittel ungefähr ist in Forschung und Entwicklung. Also es gibt doch ein sehr großes Feld, wo Innovation notwendig ist, sowohl in Betrieben als auch in Forschungsorganisationen. Da gibt es einige in Österreich. Also Österreich ist da wirklich ein sehr innovatives Land auch, was die Holzwirtschaft betrifft. Und dann gibt es noch andere Bereiche, also bei Verbänden, auch im öffentlichen Dienst, Interessensvertretungen oder auch Presse zum Beispiel. Also gibt es viele Bereiche. Ja, ich glaube, das ist eben das, was immer für diese 3 Säulen im BOKU-Studium spricht, dass es einfach wirklich sehr breit ist und man kann sich da auch wirklich, ich glaube auch im Master sicherlich, dann einfach in einem Bereich spezialisieren, in dem man gern gehen möchte. Genau, also zunächst muss man quasi alle 3 Bereiche in fast gleicher Balance im Bachelor absolvieren. Und je später oder je fortgeschrittener man im Studium ist, desto mehr kann man auch seinen eigenen Interessen nachgehen und dann sich Richtung wirtschaftliche Fächer spezialisieren. Da gibt es auch eine eigene Spezialisierung im Master dann oder in eher technische Richtungen, wo es um Materialentwicklungen zum Beispiel geht. Ja, danke. Fällt Ihnen zum Abschluss noch ein Beispiel auf die Schnelle ein für ein besonders innovatives Produkt oder Projekt von einem BOKU-Institut oder Absolvent, Absolventin? Also mir fallen sehr viele Beispiele ein. Es ist die Frage, welches ich wähle. Also vielleicht jetzt gerade in den Medien ist ein Beispiel, da ist es, das hat man vielleicht gesehen, ist in den verschiedenen Zeitungen auch berichtet worden, auch im ORF, haben sich Studierende oder Absolventen von uns um ein Problem angenommen, nämlich den Wasserpflanzen, die in der alten Donau so herumkommen und die Schwimmer stören und die jedes Jahr abgemäht werden müssen und dann einfach dahin rotten. Und Absolventen von uns haben daraus einen Werkstoff gemacht, also ein Verpackungsmaterial, wo man dann als Obstverpackung zum Beispiel verwenden kann. Aus diesen Pflanzen? Aus diesem Platz, genau. Also es geht nicht nur um Holz, sondern auch um etliche andere nachwachsende Rohstoffe. Natürlich, das ist dann der Teil Naturfasertechnologie, würde ich sagen. Genau. Ja, danke, Herr Konrad, für die Beantwortung der Fragen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Das heißt, auf Wiedersehen und danke, dass Sie da waren. Besten Dank. Ja, so, wir machen jetzt wieder eine kurze Pause. Um 15 Uhr geht es weiter mit dem Video Holz unter die Lupe genommen. Und wir schauen uns an, was diesen Werkstoff so faszinierend macht. Mit dabei sind dann auch wieder die Theresa und der Richard. Das heißt,
Wie schon gesagt vorher, ihr könnt ihnen dann jederzeit Fragen stellen. Und wir sehen uns. Bis später.